Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Die Schulter ist eines der kompliziertesten Gelenke im Körper und viele Menschen haben an dieser Stelle während ihres Lebens Beschwerden, das eine oder andere Mal. Und wenn dann die Hausmittelchen nicht mehr helfen und wenn auch der Physiotherapeut nicht mehr weiterhelfen kann, was kann man dann noch machen? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Dr. Klaus Eisenbeiß. Er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Asklepios Klinik Seligenstadt. Schön, dass Sie kommen konnten. Sehr gerne. Sagen Sie uns, wenn ein Patient mit Schulterbeschwerden zu Ihnen kommt, wie verschaffen Sie sich erst einmal ein Bild der Lage? Der erste Schritt ist natürlich wie bei jedem Patientenkontakt die klinische Untersuchung und die Anamneseerhebung. Das heißt, der Patient wird exakt befragt, wie lange bestehen die Beschwerden, gab es einen Unfall, einen Auslöser der Beschwerden, was ist schon dagegen unternommen worden. Die klinische Untersuchung schließt sich an, Funktionsprüfung der Schulter, die ja ein sehr komplexes und vielfältiges Gelenk ist, folgt dann. Und dann schließlich wird entschieden, welche bildgebenden Verfahren noch angewendet werden müssen. Also bildgebend heißt entweder Röntgen oder CT. Oder die sogenannte Kernspintomographie, ja. Das MRT. Ja. Beides ist wichtig an der Schulter. Das Röntgenbild, um sich zunächst einen Überblick über die knöcherne Situation zu verschaffen, Arthroseveränderungen auszuschließen oder auch Verkalkungen im Sehnenbereich. Die Kernspintomographie als nicht strahlenhaltiges Verfahren dient dazu, die Weichteile, und die sind ganz wesentlich an der Schulter, Sehnen, Bänder, Muskeln zu beurteilen. Ja, aha, weil es häufiger doch sein kann, dass der Schmerz gar nicht im Knochen steckt, sozusagen, sondern in der Muskulatur, im Gewebe. Völlig korrekt. Zu einer kompletten Abklärung einer Schulterproblematik gehört das Röntgenbild und das Kernspintomogramm. Welche Ursachen gibt es denn oder welche sind denn die häufigsten Ursachen, die Schulterschmerzen verursachen? Teil der Ursachen sind natürlich Unfallverletzungen, Stürze, Knochenbrüche oder Ähnliches. Aber vielfältig sind auch die nicht unfallbedingten Ursachen, wie zum Beispiel Verkalkungen im Sehnenbereich, ich sprach es gerade an, die Schultersteife, die aus noch nicht ganz bekannten Gründen auftreten kann, Engpasssyndrome, also Einklemmungserscheinungen von Sehnen unter dem Schulterdach oder aber, und das ist ein ganz weites Feld, die Verletzung der Rotatorenmanschette, also der Sehnenplatte an der Schulter, sozusagen des Motors der Schulter. Können Sie uns das mal zeigen? Also diese Rotatorenmanschette, das hört sich an, als wäre es Teil eines Motors, aber das ist es ja eigentlich nur im übertragenen Sinne. Der Vergleich ist nicht schlecht, weil es sind im Prinzip vier Sehnen, die ähnlich wie bei einem Vierzylindermotor funktionieren müssen in ihrer Komplexität. Das sieht man hier mal ganz schön abgebildet. Eine auf der Rückseite, zwei seitlich und vorne noch eine ganz große Sehne. Und die müssen tatsächlich ihre Kraftentwicklung über den Knochen so durchführen, dass der Arm so funktioniert, wie er soll, nämlich in unglaublich vielen Bewegungsrichtungen frei. Und wenn Sie uns daran jetzt noch einmal beschreiben, die verschiedenen Krankheiten, also diese Einklemmung, das betrifft, glaube ich, im Wesentlichen. Würde bedeuten, genau, dass die Sehne, hier sieht man sie, unter dem Schulterdach, das ist der Knochen hier oben, tatsächlich beim Wegbewegen des Armes eingequetscht wird. Ja. Bis zu einem gewissen Maß ist das normal, wenn aber hier knöcherne Veränderungen sind, dass sich so eine Art Sporn bildet, dann kommt es bei jeder Wegführbewegung des Armes zu einem Einklemmen und zu einem Reiben, zu einem Entzündungsprozess, der sehr schmerzhaft ist. Ja, und die Kalkschulter entwickelt sich zumeist in den seitlichen Schultersehnen direkt am Knochenansatz, wo sich Sehnengewebe in Kalk umwandelt. Und das kann natürlich entsprechend auch beim Bewegen zu Schmerzen kommen. Und zu Entzündung. Auf der Vorderseite dann der Schulter? Seitlich, beim Wegbewegen des Armes. Aha. Und diese Kapselschrumpfung, die Sie auch noch ansprachen, die Frozen Shoulder nennt man das korrekt, ja auch, die betrifft dann aber vermutlich ja das, was wir jetzt gerade nicht sehen, ne? Das genau. Ist um diese, genau. Sehnen. Genau, der Übersicht halber sind hier die Sehnen abgebildet. Die Gelenkkapsel, die unter den Sehnen noch drunter liegt, ist das, was bei der Frozen Shoulder quasi schrumpft, enger wird und entsprechend diese eingefrorene Schulter verursacht. Ja. Eine Ursache für das Krankheitsbild ist nicht eindeutig bekannt, aber das ist für die Patientinnen, die es meistens sind, doch sehr belastend, weil es stark schmerzhaft und sehr bewegungseingeschränkt ist. Ja, und das Häufigste aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Schwierigkeiten mit der Rotatorenmanschette, Abrisse von Sehnen. Unfälle haben Sie schon angesprochen, können eine Ursache sein. Da sagt man sich, naja, ich bin vorsichtig, wird mir nicht passieren. Aber es wird nicht nur um Unfälle gehen, oder? In der Tat ist sogar der unfallbedingte Sehnenschaden an der Schulter eher die Ausnahme. Die wenigsten Rotatorenmanschettenrisse passieren durch einen adäquaten, also einen entsprechend anlassbedingten Unfall. Die meisten entstehen auf dem Boden einer Sehnendegeneration, also einem Verschleiß der Sehnen. Im Laufe des Lebens Millionen von Bewegungszyklen
laufen über die Schulter und da reibt sich so eine Sehne auf Dauer mal durch. Das Gewebe wird porös, brüchig und irgendwann kommt es dann tatsächlich auch durch eine ganz kleine Bagatellverletzung zum Teil zum Riss der Sehne. Heißt das, dass Ihre Patienten alle älteren Semesters sind? Also es ist extrem unwahrscheinlich, dass jemand, der sagen wir mal unter 40 ist, eine sagen wir mal verschleißbedingte Sehnenschädigung hat. Mhm. Aber ab 40 ist es doch das Gros der Patienten, die einen degenerativen Sehnenschaden haben. Ohne dass man sonderlich viel Sport treibt mit dieser Korrekt. Seite des Körpers. Es gibt Sportarten, speziell über Kopfsportarten, die tatsächlich mit einem höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Rotatorenmanschettenläsion, eines Schadens in Verbindung stehen. Aber zumeist sind das wirklich auch Nichtsportler, die davon betroffen sind. Und was können Sie da tun? Im Prinzip ist es so, wenn es eine Teilschädigung der Sehne ist, muss ja nicht immer gleich komplett abreißen, dann ist es häufig so, dass man, weil die anderen Sehnen noch viel Arbeit übernehmen, auch mal mit einem konservativen Vorgehen, mit einer Krankengymnastik was tun kann. Wenn aber das so schmerzhaft wird und die Funktion des Armes und die Kraft des Armes leidet, dann hilft auch eine Krankengymnastik kaum noch und dann ist es Zeit, einen in der Schulterchirurgie versierten Operateur anzusprechen. Und was macht er dann? Das Prinzip ist im Prinzip, die abgerissene Sehne, die hier noch natürlich intakt ist, wieder zu befestigen am Knochen. Ja? Der Muskel, der hier oben die Sehne immer weiter vom Knochen wegzieht, wird das auch tun und eine Selbstheilungstendenz dieses Problems gibt es nicht. Ach, also weil wenn es die Sehne ab ist, natürlich. Zieht genau. Der Muskel weiter an der Sehne, das Loch vergrößert sich, greift auf andere Sehnen über, der Schaden heilt nicht von selbst. Ja. Also wenn Rotatorenmanschettenschaden nachgewiesen ist, dann will man wieder eine funktionsfähige Schulter haben, gehört das operiert. Das Prinzip ist im Prinzip das folgende, man befestigt die Sehne mit solch kleinen Fadenankern, das sind so kleine Kunststoffschräubchen, die in den Knochen reingedreht werden, völlig im Knochen verschwinden und am Ende sind Fäden. Diese Fäden werden durch die Sehne geflochten und die Sehne damit wieder am Knochen festgezurrt. Diese Schraube, ist die aus was für Material? Das ist ein Kunststoffmaterial, ja. Was den Körper überhaupt nicht stört, die auch drin bleibt und nicht entfernt werden muss. Der Körper, der Knochen umschließt diese Schraube, hält das fest. Und die Fäden sorgen dafür, dass die Sehne fest auf den Knochen gepresst wird und einheilen kann. Ja, machen Sie das sowohl, wenn die Sehne nur angerissen ist, als auch wenn die ganz komplett abgerissen ist? Da gibt es verschiedene Graduierungen und Einteilungen, aber wenn das ein wesentlicher Teilschaden oder ein Komplettschaden der Sehne ist, ist das Verfahren das gleiche. Mhm. Wichtig ist noch zu sagen, dass die Vorgehensweise heutzutage arthroskopisch ist, also minimalinvasiv über 5 mm große Einschnitte in die Haut und unter Sicht der Kamera wird das repariert. Große Schnitte durch den Deltamuskel zum Beispiel gehören der Vergangenheit an. Ja, Arthroskopie, die hat ja so einen zweifelhaften Ruf bekommen, wobei man da nicht immer so unterscheiden kann, an welchem Körperteil soll das jetzt so sein. Also was ist der Vorteil oder wozu überhaupt, so frage ich, brauchen Sie eine Arthroskopie? Nur mal um zu gucken, was Sie machen müssen oder eben auch um das dann da schon umzusetzen, was Sie da tun? Also in Zeiten der Kernspintomographie ist die Arthroskopie, wie sie früher durchgeführt wurde, um sich einen Überblick zu verschaffen, alleine eigentlich obsolet. Das macht man nicht mehr, sondern wenn, dann wird in gleicher Sitzung geguckt und gehandelt, also repariert. Okay. Ja? Und sehen Sie bei der Arthroskopie mehr, als wenn Sie das bei einer offenen OP machen würden? Abgesehen davon, dass man ja dann auch keine Narbe behält, das ist ja das Schöne. In jedem Fall sehen wir mehr. Die offene Operation lässt nur einen Ausschnitt der Problematik zu. Die Arthroskopie verschafft uns einen Überblick über das komplette Gelenk und damit auch über eventuelle andere Begleitschäden im Gelenk. Die Übersicht ins Gelenk ist viel größer unter arthroskopischer Sicht. Ja. Dazu kommt noch, dass der wichtige Steuerungsmuskel, der Deltamuskel an der Schulter, der also Ihre Schultersilhouette bildet, durch die Arthroskopie praktisch nicht beeinträchtigt wird. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hätte es beeinträchtigt sein können? Indem Sie einen größeren Hautschnitt machen, wie das in der Vergangenheit der Fall war, den Muskel zur Seite legen, quetschen, drücken und so weiter. Und er ist sehr sensibel auf solche Manöver und stellt dann zum Teil die Arbeit vorübergehend ein. Also die Arthroskopie verbessert die Übersicht, verkleinert die Narben und schont das Gewebe. Und wie lange dauert diese Operation? Das ist unterschiedlich. Je nach Ausmaß des Schadens bewegt sich die Operation zur Reparatur eines Sehnenschadens an der Schulter etwa zwischen 45 und 90 Minuten. Und danach? Danach ist es ganz zwingend erforderlich, dass der Patient sich den Anweisungen des Arztes
nach den Anweisungen richtet. Es muss nämlich für 6 Wochen die Schulter sehr pfleglich behandelt werden. Es wird ein spezielles Kissen angepasst, eine Ruhigstellungsorthese, wo der Arm in einer leichten Abspreizbewegung vom Körper gelagert wird für 6 Wochen. Das ist die Zeit, die die Sehne braucht, um erstmal fest zu werden am Knochen. Das heißt dann wahrscheinlich auch für den Patienten, dass die Operation, die ja vermutlich unter Narkose stattfindet, eigentlich im Vergleich zu den 6 Wochen, die darauf folgen, ja eher ein Spaziergang ist. Ne? Denn das ist ja anstrengend, den Arm abzuspreizen. Das sagen Sie sehr richtig. Also die Patienten sind häufig durch das Kissen danach mehr belästigt als durch den Eingriff selber, aber das gehört essentiell dazu und da gibt es auch kein Entkommen von. Ist dann die Belohnung, dass danach alles so toll ist wie ganz zuvor, also bevor die Schmerzen anfingen? Das ist auf jeden Fall das Ziel und das wird auch in der überwältigenden Mehrheit der Fälle erreicht. Es gibt natürlich Situationen, wo der Sehnenschaden extrem groß ist beispielsweise oder wo noch schwerwiegende Begleitschäden da sind, wo man natürlich dann auch sagen muss, okay, bestimmte Dinge, speziell über Kopftätigkeiten mit Kraft, sind halt weniger gut möglich als damals, als noch alles gut war. Aber das Gros der Patienten profitiert so von der Operation, dass nachher wieder alles geht. Sport, Tennis, Golf, alles, was gewünscht wird. Und es gibt ja noch den Extremfall von reißenden Sehnen, nämlich wenn alle Sehnen vom Arm, also hier oben von der Schulter, abreißen, vermutlich ja dann durch einen Unfall. Können Sie da auch noch helfen? In jedem Fall. Also da sage ich immer, wir haben für alles eine Lösung, was die Schulter angeht. Im Falle eines ausgedehnten Sehnenschadens, der nicht in der geschilderten Art zu reparieren ist, gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu verkleinern. Es ist kaum möglich, die Schulter wieder 100% funktionsfähig zu kriegen, aber doch so, dass sie für den Alltagsgebrauch taugt. Das sind zum einen sogenannte Patches, also ja, Flicken im Prinzip aus tierischem Kollagen, die auf den Sehnendefekt genäht werden, sodass die Nachbarsehnen, die vielleicht noch intakt sind, mit eine Funktion übernehmen können. Es gibt die Möglichkeit, unter das Schulterdach, ich habe es eben gezeigt, einen Platzhalter einzusetzen, der einfach dafür sorgt, dass der Arm beim Heben nicht immer gegen das Schulterdach schlägt. Oder aber man kommt dann schließlich so weit, dass man sagt, es geht tatsächlich gar nichts mehr. Und dann gibt es die Möglichkeit eines künstlichen Schultergelenkes. Ach ja, genau. Das heißt also, das wäre dann eine Vollprothese sozusagen, die eingebaut wird, eine Totalendoprothese der Schulter. Wie viel ist danach noch möglich, wenn man tatsächlich so einen Unfall erlitten hat? Also das ist eine spezielle Prothese, eine sogenannte umgekehrte inverse Prothese, die dann genommen wird, weil die normale anatomische Situation nicht mehr funktionieren wird. Auch da sind die Ergebnisse, das Implantat gibt es seit über 20 Jahren inzwischen extrem gut. Ja. Mhm. Beweglichkeiten auch über Schulterhöhe sind durchaus möglich unter guter Kraft und mit schmerzfreier Schulterfunktion. Vielen Dank für diese Information. Sehr gerne. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Bleiben Sie gesund.